versuchen sie mit bloßen Händen aufzufangen, weil sie in der Gegenwart nicht leben können. In feuchtgrauen Hinterhöfen, wo sich Küchendunst mit dem Geruch von Schweiß und gekochter Wäsche vermischt und sich das Tageslicht nur ängstlich über die Mauern tastet, findet die Einsamkeit im Alter einen Verbündeten. Also für mich ist es natürlich besonders, dass ich jetzt in meiner Heimatstadt Wien wieder Theaterstücke aufführen kann. Ich lebe seit langem in Salzburg und habe 20 Jahre das Jugendprogramm für die Salzburger Festspiele gemacht. Ich habe in den letzten Jahren dann begonnen, eigene Stücke zu schreiben. Und zwar Stücke, die sehr oft musikalische Lesungen sind, aber auch Theaterstücke. Und vor allem Künstler dafür zu begeistern, dass sie etwas machen, so fernab von den großen Theatern, aber sonst normalerweise schon in den großen Theatern spielen und in den großen Häusern in Österreich und in Deutschland und auch in der Schweiz, aber im deutschsprachigen Gebiet. Dieses Stück ist für mich insofern sehr spannend gewesen, weil ich mir die beiden Künstler, Hermann Leopoldi und Reinhard Fendrich, vorgenommen habe und mir gedacht habe, ja, wo gibt es Gemeinsamkeiten? Und ich glaube, dass ich einige Gemeinsamkeiten gefunden habe, dass es nicht sehr einfach war. Aber immerhin sind sie beide im Kaffeehaus gesessen, beide haben sie wirklich zu ihrer Heimatstadt ein ambivalentes, aber dann doch auch immer sehr positives Verhältnis aufgebaut. Hermann Leopoldi hat ja gesagt, wie er zurückgekommen ist, naja, solange es mir lassen, bleibe ich heute in Wien. Ich habe aber 2 Jahre noch die Wohnung in New York behalten, weil er nicht gewusst hat, ob er wirklich hier bleiben will. Und bei Reinhard Fendrich wissen wir, dass er auch schwere Zeiten gehabt hat, wo er dann auch sich eigentlich von Österreich ein bisschen abgewandt hat und im Ausland lieber gelebt hat. Und beide haben ein Lied geschrieben, also einen vom Austria kennen wir ja alle. Und Hermann Leopoldi hat ein Lied geschrieben, schon lange vorher. Erst kommt Österreich und dann kommt gar nichts. Der Maler jede Grausamkeit verzeiht. Ihr braucht ihr ihre Hand, die dich erwischt, bevor es die Erde tat. Und die also für ihn war Österreich wirklich das Land, trotz vieler Minuspunkte, die man überall sieht, in dem er eigentlich gerne gelebt hat. Und so, glaube ich, ist der Abend jetzt mit den 3 wunderbaren Künstlern, die also alle in Wien wohnen, wie Martin Berger und Martin Bermoser, die auch natürlich dadurch, dass sie 2 Jahre in dem Musical Alben vom Austria gespielt haben, eine große Beziehung zu Fendrich aufgebaut haben und diese Songs natürlich in- und auswendig können. Und Ronald Sedlacek am Klavier, der schon viele Dinge mit mir gemacht hat, der auch ein wunderbarer Liedbegleiter ist und aber auch wirklich imstande ist, das Klavier als Instrument leben zu lassen. Und Hermann Leopoldi war ja ein Klavierhumorist, also habe ich das Gefühl, dass also vor allem Ronald Sedlacek da auch ganz gut hineinpasst. Und am Montag werden wir noch einmal spielen und im Juni habe ich hier ein Stück, das heißt Alles Walzer. Und sind einfach so Dinge, die ich versuche zusammenzusetzen. Zum Beispiel habe ich bei Alles Walzer genommen Schubert, Johann Strauss und Fritz Kreisler und habe versucht hier zu schauen, was haben diese Musiker eigentlich uns mit ihrer Musik sagen wollen. Und wenn man sich Fritz Kreisler anhört, der ja extra das nicht gemacht hat, in die 12-Ton-Musik zu gehen, sondern gesagt habe, eigentlich gefällt mir ein Walzer irrsinnig gut und ich möchte eigentlich Walzer wirklich schreiben können. Und alle haben ja auch Operetten geschrieben oder zumindest sind Operetten auch entstanden und das wird auch ein großes Thema sein. Und vor kurzem habe ich in Salzburg ein Stück gehabt, das hat geheißen Fußball ist mein Leben, die Fußballrevue. Und da war auch ausschlaggebend, dass viele Künstler, so wie Hermann Leopoldi, Fritz Löhner Beder, im Beginn 1905 bis 20 große Fußballfanatiker waren. Und am Ende meines Stückes kommt auch heraus, dass Theater und Fußball sich nicht widersprechen, sondern eigentlich ergänzen und dass der Mensch beides, nämlich auch Sport und Kultur, auch im Leben braucht. Absolut. An jedem Eck fragt mein Herz mich so dran, weißt du es noch, denkst noch daran, fast wie im Traum, ich
Jetzt, wenn man dem Zuschauern sagen will, die sich das Stück anschauen wollen, wie kann man das beschreiben? Als musikalische Erzählung, als musikalisches Theaterstück? Naja, eigentlich ist es so eine Mischung. Musikalische Lesung, aber auch Revue, weil Texte werden doch viel gelesen. Nämlich die Texte, die man sozusagen als Information auch weiterbringt. Ich kann zum Beispiel einen Brief oder eine Reportage, die in einer Zeitung steht oder so, ja nicht auswendig lernen, das bringt ja nichts, oder? Also ich weiß es nicht, den Fußball haben wir Revue genannt, also ich würde sagen, wenn wir mehr Glitzer noch hätten und vielleicht mehr Lichtspiele hätten, dann könnte man auch das irgendwie Revue sogar nennen, und es ist schon der Anklang an das Genre vom Musical, in diese Richtung hin würde ich es auch erklären, ja? Ich hätte die Oper fast gar nicht erkannt, der Steffel tot an Not verbrannt. Warum ist heute der Prater so öd, wo ich zur Färbung ins Urbing fahre mit mein Herrn Geld? Alles weiß einmal zu schön war, viel zu schön war bei uns in Wien. Das heißt, wer das Stück noch einmal sehen will und die Gemeinsamkeiten von einem Fähndrich und mit Leopoldi kennenlernen will, hat noch einmal die Möglichkeit. Ja, der hat am 31. hier in diesem Theater noch einmal die Möglichkeit, das anzuschauen. Ja. Liebes Publikum, unbedingt anschauen. Macht Spaß und ist sehr interessant. Und dann wissen wir auch, oder ihr wisst dann auch, wo die Gemeinsamkeiten liegen. Danke fürs Gespräch und fürs Interesse, und ich hoffe, dass jetzt in der nächsten Zeit die Theater alle wieder öffnen, und es ist ja ziemlich leicht, ein großes Theater zu öffnen, also die Wiener Staatsoper kann das wahrscheinlich ziemlich gut, obwohl sie auch Probleme haben, aber gerade die kleinen Theater, die leben doch davon, dass wir als Zuschauerinnen und Zuschauer, und als das sehe ich mich auch, die Treue halten und auch kommen und sagen, ja, wir wollen jetzt im das Theater unterstützen. Das wäre furchtbar schade, wenn in Wien zum Beispiel kleine Theater schließen müssen. Das möchte jetzt als Schlusswort stehen, besser hätte ich es nicht sagen können. Es ist, da kann man nichts mehr hinzufügen, das ist das Schlusswort. Ich sage euch herzlichen Dank. Okay. TV 21 Austria. Einfach anders.